Stolpersteine kennen wir alle. Das hier sieht aus wie ein besonders breiter Stolperstein und deshalb nennt sich das auch Stolperschwelle. Die ist heute in Recklinghausen enthüllt worden. Der Unterschied ist ganz einfach. Stolpersteine im Bürgersteig, die erinnern ganz konkret an einzelne Personen, an Opfer der Nationalsozialisten. Eine Stolperschwelle ist ein großer Erinnerungsstein für eine ganze Gruppe von Menschen, in diesem Fall nämlich für die Zwangsarbeiter in der Nazizeit. So sieht sie aus, die erste Stolperschwelle in Recklinghausen. Die Eröffnung heute haben auch Schüler und Schülerinnen der Maristen-Realschule mitgestaltet. Dort ist die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ein wichtiges Thema. Die Stolperschwelle ist in der Nähe der Schule und das ist ein Ort, an dem an Unrecht und Verbrechen erinnert wird. Und ich finde, wenn man das im Unterricht behandelt und man hat so einen Ort in der Nähe, dann ist das ganz wichtig, die Schüler da mit hinzunehmen, weil das Ziel ja ist, dass sie auch selber gegen Unrecht und Terror sich irgendwann erheben und ihre Stimme erheben. Die Stolperschwelle erinnert an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu Zeiten des Nationalsozialismus. Und der Ort hier im Schatten des Hochbunkers an der Hohenzollernstraße ist kein Zufall, denn auch hier wurden sie eingesetzt. Ich denke, das wissen die wenigsten, dass diese Bunker tatsächlich von Menschen ausländischer Herkunft gebaut wurden für deutsche Menschen und dass man sie dazu missbraucht hat. Zwangsarbeiter haben ihn zwar gebaut, rein durften sie bei einem Luftangriff aber nicht. Die Schüler und Schülerinnen lernen heute viel über die Geschichte des Bunkers und warum die Stolperschwelle hier so wichtig ist. Es ist wichtig, hier dabei zu sein, um das alles nicht zu vergessen, was alles passiert ist. Und es war natürlich auch eine schlimme Zeit. Also ich finde es sehr wichtig und ich finde es auch sehr toll, dass sowas passiert, damit man immer noch daran denkt, was früher passiert ist. Bei den Stolpersteinen sind ja Einzelpersonen im Blick und bei der Stolperschwelle wird an eine ganze Gruppe erinnert. Und das zeigt einfach auch nochmal die Dimension und das Ausmaß der Verbrechen, die damals geschehen sind, wie viele Leute gelitten haben. Die Stolperschwelle hat Künstler Gunther Demning geschaffen und sie soll nicht die einzige in Recklinghausen bleiben.